Ich habe ein Märchen mitgebracht. Ein bisschen ein modernes Märchen. Es ist von einem Schotten, Tom Gold. Das heißt Der kleine Holzroboter und die Baumstumpfprinzessin. Mit Tom Gold ist es eine ganz besondere Sache. Eigentlich ist er nämlich Cartoonist. Und das ist sein erstes Kinderbuch, was er gemacht hat. Er hat zwei Töchter. Und die Idee mit der Baumstumpfprinzessin, die kam ihm, weil seine Tochter, die Kleine, die schläft tief und fest und ist wirklich nicht aufzuwecken. Also sie kann eigentlich nur durch ein deftiges Guten Morgen und einen dicken Schmatz geweckt werden. Es braucht eine Zauberformel. Und ähnlich sieht es auch hier in diesem Buch aus. Und er nennt sie liebevoll Log, also Baumstumpf. Ne? Genau. Es ist auch ganz besonders illustriert, Sie werden das gleich sehen. Diese Holzgeschichte überträgt sich auch tatsächlich hier in diese Illustrationsart. Man könnte fast von einer Art Holzschnitt sprechen, ein bisschen fein ziselierter vielleicht, aber schon in etwa. Und es beginnt ganz klassisch. Es gibt eine Königin und einen König und die beiden sind glücklich verheiratet, aber ihnen fehlt etwas zum Glück. Sie haben nämlich keine Kinder und es funktioniert nicht so. Deshalb gehen eines Nachts beide los, beide erzählen sich aber nicht voneinander, jeder geht heimlich. Der König, der geht zur königlichen Erfinderin und die Königin, die geht in den Wald und besucht die Hexe. Und beide finden eine Lösung für das Problem. Die königliche Erfinderin nimmt ihr feinstes Werkzeug, es ist ein wunderbares Werkstattbild hier auch drin, und bastelt daraus einen kleinen Holzroboter. Das ist er hier. Und die Hexe, die nimmt einen Holzscheit und macht einen ganz komplizierten Zauberspruch und verwandelt diesen Holzscheit in eine kleine Prinzessin. Ja, und so kommen sie zusammen und es ist alles ganz toll. Sie mögen sich alle miteinander und ja, es ist richtig, richtig schön. Die Baumstumpfprinzessin ist auch ganz zauberhaft, sie ist mutig und sie ist schlau. Es gibt nur so einen kleinen Trick, also abends, wenn es dunkel wird, dann wird sie müde, schläft ein und sobald sie eingeschlafen ist, verwandelt sie sich wieder in einen Baumstumpf. Und ihr Bruder, der hat die Aufgabe, diesen Holzklotz eben wieder zu wecken mit einem Zauberspruch, der da heißt, wach auf, kleiner Klotz, wach auf. Ja, und das hier ist unser Holzroboter und er ist auch ein ganz netter Kerl. Er ist tapfer und er ist freundlich. Er ist sogar so nett, dass er in seinem Körper innen drin, das ist so ein lustiges kleines Zoombild, was man hier sieht, kleine Kiefer drin leben lässt. Das kitzelt zwar manchmal ein bisschen, aber er ist da großzügig und die leben ganz, ganz zufrieden bei ihm. Ja, und eines Tages passiert natürlich, was Sie ahnen es. Eines Tages kommt ein Zirkus in die Stadt und der kleine Holzroboter wacht auf, sieht es aus dem Fenster und er rennt die Treppe runter und er vergisst seine Schwester zu wecken. Ganz schlecht, weil die Zofe kommt herein. Die Zofe kennt dieses Geheimnis nicht und sieht nur einen Baumstumpf im Bett liegen und denkt, was soll denn das da drin? Und sie schmeißt den Baumstumpf aus dem Fenster. Ja, unser kleiner Holzroboter hat plötzlich eine Eingebung, dass er was vergessen hat und rennt schnell wieder zurück. Und muss nun erfahren, dass der Holzklotz bereits den Berg herunterrollt. Und auch nicht nur das, sondern hier bei einem kleinen Kobold gelandet ist, der Holz sammelt. Und der sich sehr freut, noch einen weiteren Holzklotz gefunden zu haben, weil unten am Hafen wartet schon ein Schiff. Und dieses Schiff will eine große Ladung Holz in den hohen Norden transportieren. Tja, weg ist die Ladung, weg ist auch unsere Prinzessin. Und der Holzroboter schafft es gerade noch dorthin zu kommen, bittet den Kapitän mit an Bord zu dürfen, um diesen speziellen Holzklotz, den er ja dringend braucht, wieder heraussuchen zu dürfen. Und er darf das auch. Aber er findet ihn nicht. Und deshalb bleibt er im hohen Norden zurück, zusammen mit dem riesengroßen Holzhaufen, und muss sich jetzt alleine durchschlagen. Die netten Leute vom Schiff haben noch einen Karren zurückgelassen, eine Karte, damit er sich auch orientieren kann und ein bisschen was zu essen. Ja,
Und dann in tiefer Nacht endlich, juhu, findet er den Holzklotz und alles wird eigentlich fast wieder gut. Aber er beschließt, dass er seine Schwester nicht aufweckt, weil die soll ja nicht diese Kälte um sich herum haben und er ist ja eigentlich auch so ein bisschen schuld daran, dass sie in diese Situation geraten sind. Und er beschließt nun ganz tapfer, sie in diesen Karren reinzutun und wieder zurück nach Hause zu bringen. Und unterwegs, und das ist eine tolle Seite, erlebt er natürlich eine Menge Abenteuer. Er trifft auf den Schlüssel des Riesen. Er muss mit einer Räuberfamilie klarkommen. Kennen Sie die? Tumi Umara lässt grüßen. Ne? Er lernt eine alte Flaschendame kennen und. Das ist die tolle Seite, wo man mit den Kindern auch nochmal zusammen rumspinnen kann, was für tolle Abenteuer der Holzroboter erlebt, weil das hier ist wirklich nur auf einer Seite dargestellt und da kann man mal die Gedanken ein bisschen fließen lassen. Das finde ich wirklich eine ganz wunderschöne Idee. Genau, also er schafft es, all diese Abenteuer hinter sich zu bringen und danach ist er irgendwann mal rechtschaffen müde und er entschließt sich doch, seine Schwester zu wecken, dass die jetzt den weiteren Part der Reise übernimmt und sie ist auch gar nicht sauer und sagt, alles gut, ich werde das schon machen. Und auch sie erlebt eine Menge Abenteuer, sieht man ja auch sehr schön. Und dann passiert natürlich das weitere Schreckliche, oh fürchterliche, sie wird auch wieder müde und erschöpft, will nur ganz kurz die Augen zumachen und zack, ist es passiert. Sie ist wieder ein Baumstumpf. Ja, wer rettet nun die Armen? Zwerge haben wir hier nicht, aber tetterette, wir haben natürlich die schlauen Käfer. Das ist sozusagen unser Zwergeersatz. Die schlauen Käfer merken, es rumpelt nicht mehr, es passiert nichts mehr. Hier sehen wir übrigens König und Königin, die machen sich schrecklich Sorgen natürlich. Wir müssen mal gucken, ob wir da nicht irgendwas unternehmen können. Und sie klettern aus dem kleinen Holzroboter heraus und denken, wir müssen irgendwie Hilfe organisieren. Und dann organisieren sie eine kleine Tierschar. Die ziehen den Karren zu einem kleinen Hexenhaus, wo eine Hexe denkt, die kenne ich doch irgendwie. Und die kümmert sich um die beiden. Und dann gibt es ein großes Juhu. Die fliegen dann ganz elegant mit dem Hexenbesen zum Schloss zurück. Und König und Königin und Prinz und Prinzessin sind wieder glücklich vereint. Ein Märchen, was komplett ohne Grausamkeit klarkommt und trotzdem alles eigentlich hat, was einen glücklich macht. Eine sehr, sehr schöne Geschichte, so für Kinder ab 4, aber auch prima noch ins Grundschulalter mit reinzutragen.